sehr intelligent. Er hat eine sehr soziale Orientation. Ich wähle den Bundeskanzler, weil er der Jugend viel Hoffnung gibt. Ich schätze sehr seine soziale Einstellung. Ich halte sein Eintreten für Gerechtigkeit für alle in unserer Verdrängungsgesellschaft für absolut notwendig. Man wechselt nicht den Kapitän einer Mannschaft, der auf der Siegerstraße unterwegs ist. Obwohl es natürlich, da ich ja viele Leute in Wien kenne, Leute gibt, die ich sehr schätze und die in der Volkspartei sind. Aber trotzdem, als Partei sehe ich als österreichischer Bürger, ich bin ja doppelter Staatsbürger, die Partei von Herrn Faymann vor. Ich unterstütze Werner Faymann, weil Europa und Österreich vor großen Herausforderungen stehen. Weil er über sich selbst lachen kann und das ist bei Politikern nicht immer der Fall. Es ist wichtig, dass auch in Zukunft kranken und armen Menschen in Österreich von der Politik ganz besonders geholfen wird. Ich unterstütze Werner Faymann, weil er sich seit Jahren auf europäischer Ebene für eine nachhaltige und leistbare Energieversorgung abseits von Atomstrom einsetzt. Ich unterstütze Werner Faymann, weil ich in einem Land leben möchte, dessen Regierung die Mittelschicht schätzt und fördert. Weil er für Österreich denkt und kämpft. Seit Jahren beweist Kanzler Werner Faymann und sein großartiges Team, dass es ihm nicht um Machterhalt geht, sondern um uns. Ich bin ein ehemaliger Häftling eines Nazi-Konzentrationslagers. Und für mich ist es überaus wichtig, dass der Bundeskanzler wiederholt erklärt hat, dass er eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei entschieden ablehnt. Weil er sehr aufmerksam, sehr interessiert und immer um eine Lösung bemüht ist. Und dafür danke ich ihm sehr. Ich stimme für den Werner Faymann, weil die soziale Gerechtigkeit eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft ist. Und ich überzeugt bin, dass er das wirklich gut umsetzt. Ich unterstütze Bundeskanzler Werner Faymann, weil ich als Mutter und Unternehmerin davon überzeugt bin, dass er die Bildung in unserem Land verändern wird. Das bürgerliche, liberale Lager in Österreich muss Werner Faymann wählen. Weil er Österreich in Zeiten der allgemeinen Rezession wirtschaftlich immer noch sehr gut dastehen hat lassen. Deswegen sollte man den Kapitän, der das Schiff in den letzten Jahren durch stürmische See kompetent bewegt hat, in der Welt. Ich tue es.